Soho und willkommen zu Let's Play SWL, die Woche 3, das dritte Match. Hier treten Faxe gegen Gregory G. Nilsson. Wir starten das Game. Und wie immer eine kleine Anmerkung von mir. Also, ihr sollt mir die Wrestler schon schicken per YouTube, ne? Und bitte keine Fragen, wie... Was muss ich machen? Wie muss ich machen? Ich hab's in Videos tausendmal erklärt, da müsst ihr halt alle Videos gucken, um das irgendwann zu kapieren, aber kann ich auf die PMs dann antworten, weil ich hab wenig Zeit. Ich kann nie so richtig auf PMs antworten. Und, viel Spaß. Ja, ich habe ein bisschen was so da reingebaut, ne? Okay, ja, auf jeden Fall, ich habe wenig Zeit, ne? Und jetzt bitte nicht rummeckern, wenn mal eure Wrestler nicht so gut gestaltet sind, wie es es sollte. Ich werde jetzt nicht 1000 Änderungen nehmen, also so wie es jetzt da steht um die Wrestler, so bleibt es auch. Können wir ruhig ein paar Vorträge geben, ne? Aber seid nicht böse, wenn ich sie nicht so mache. Weil die Zeit, ne? Okay, so. Was ist euer Lieblings-Wrestling-Stil? Also, welchen Stil findet ihr so am besten so im Wrestling-Bereich? Ist es mehr so das Powerhouse wie Batista, Triple H, etc.? Ist es mehr die Technik wie Danny Bryan und, ja, CM Punk schon? Ist es mehr High-Flying wie ein Evan Bourne oder Jeff Hardy? Also, was ist euer so Lieblingsstil? Meiner, ist so eine kleine Mischung. Klar, High-Flying ist für mich schon am geilsten, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber so richtig geile Powerhouse-Moves, die sind auch schön. Aber ich glaube, ich bin so mehr der Technik-Freak. Der so richtig so findet, boah, die ganzen Konter, die sind so geil und so, also der so richtig auf Konter steht. Also deswegen bin ich auch wahrscheinlich ein großer AJ-Fan, weil er verkörpert halt, was so geil ist im Wrestling, wie ich es finde. So die verschiedenen Moves und er vereint alles. Er macht High-Flying, er macht Powerhouse, er macht Technik und so weiter, ne? Talk about an immovable object. Good counter by Mercer. Nein, 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 nein. Also, was ich euch sehr empfehlen kann für ein Match, ist das erste X-Division Titelmatch. Da ging's, oh, gut. Ja, das war ein Fatal 4-Way, so eine Art, mit Elimination-Regeln, aber der besonderen Art.
Wer, also es stehen jetzt zwei Mann im Ring. Wenn einer gepinnt ist, hat er einen Strike. Der nächste kommt dafür rein, ne? Und das geht immer so weit, dann kommt der nächste wieder rein und der nächste wieder rein, ne? Und wer zwei Strikes hat, hat verloren, ne? Und der letzte, der dann übrig bleibt, der hat gewonnen. Das heißt, wie Doppel-Elimination praktisch, ne? Nur halt, dass immer zwei Aktiven im Ring sein können. Na schön, gekontert. Und da traten ein weiß ich nicht mehr so richtig. Dann AJ natürlich, Jerry Lynn und Loki beziehungsweise Kaval, wer ihn noch aus NXT kennt. Kaval ist natürlich beziehungsweise Loki ist ein sehr großer Indie-Star und ist schon in der Indie-Szene des Wrestlings sehr bekannt. Na, eine kurze Führungfaxe hier. Au. Oh. Schnell ist aus. Cover, cover. One, two. Oh, ne. Whoa, whoa, whoa. Okay. Nein! Ach komm. Are you serious, bro? Auf jeden Fall war das so ein geiles Match. Es war so dramatisch und es ging, glaube ich, eine halbe Stunde lang. Was generell, TNA hat wirklich so nachgelassen bei den Matches. Und ja. I don't know how much more damage he can take. Und ja. Nein, 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 das war ein Fehler von mir. Na, nicht in die Ecke. Au. Wow, jetzt haut er rein. Meine Blocktaste nicht mehr so richtig. Jo, jetzt auf einmal. Jo. Boah, das war ein Schlag. Oh shit. Ausgekontert. Nicht pausen. Los, komm! Ringste Aufgabe halt. Tja, er kann auch den Master Lock hier. Hab ich ihm beigebracht. Finde, so ein bisschen Move sollte mal auch drin sein. Schönes Match. Ah. Aha. Die beiden zeigen sich wohl Respekt. Alles klar. Faxo, du bist hier ganz groß wohl. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Alles Leute, ciao. Tag. Alles Leute, ciao.